Es gibt was Neues aus dem Appartement, meine lieben Zuschauer. Am Mittwoch hatten wir ja Bülent Ceylan alias Harald zu Gast bei uns im Studio. Und das hat Frau Zehnbauer gesehen, weil sie ja immer RNF guckt. Und dann wollte sie den Harald, also sprich den Bülent Ceylan, unbedingt kennenlernen. Und bei dieser denkwürdigen Begegnung in der oberen Riedstraße waren wir natürlich dabei. Ein Stück Waldhofer Klamauk. Ein wenig Manschetten hatte ja doch der Harald. Nur noch wenige Meter bis zu seiner Angebeteten. Schließlich ist sie ja schon ein Star. Bist doch die ZFVer, oder? Ja, bin ich. Hallo, darf ich neu kommen? Du darfst immer neu kommen. Ja. Warte mal, ich wollte sagen, ich finde dich super. Und ich liebe dich jetzt schon, das ist mein Ros für dich. Und ich habe so ein bisschen Schokolade mitgebracht. Danke, du hast es echt geschafft jetzt, ne? Hätte ich nie gedacht. Das ist brutal, oder? Aber zack, bumm. Fertig, ich ja, wo, und wo wohnt eigentlich der Elleberger, der Wichser? Wo der wohnt der? In Ludwigshafen. Wohnt der wohnt gar nicht mehr da? Ach, schon 3 Jahre nicht mehr? Also, und dort da gewohnt, oder? Nein, da neben dran. Und da waren die Wände udischt, oder? Also, die sind halt noch udischt. Also, die Teller. Da warst du dann, wie war das dann? Da warst dann waren die Teller. Da und war der hat dort drüben so ein Zimmer. Ja. Und er ist so aufgebogen, dass alles runtergeflogen ist. Ja, wie, was war denn? Wie alt ist denn er? 2, 2, 3, ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Na, wenn das nicht Liebe auf den ersten Blick ist. Und weil das so schön ist, darf die halbe obere Riedstraße an dem jungen Glück teilnehmen. Doch, sag du lieb, wie ich ja, lieb ich dich. Aber warte, muss man heiraten, nicht so schnell, ne? Es können, Leute. Genau. Mama. Mensch, hier. Ah. Hallo, ich bin der Harald. Ja, du bist der Harald. Darf ich dir in die Hand geben? Oh, ja. Hallo, Harald. Mach ein bisschen zu. Hallo, ich bin die Bauern. Oh, ja, Frau Zehnbauer, ja. Sie ist mir bekannt mittlerweile. Ah, ja, super bekannt. Ich will sie heiraten. Oh, das klingt nach Hochzeit. Und irgendwie hat die Zehnbauer den Harald fest im Griff. Also, wenn die Zehnbauern den Harald heiratet, dann denke ich, werden wir da auch noch mal mit dabei sein. Die Frau Zehnbauer ist bestimmt das Top der letzten 2 Wochen gewesen.